Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel und ich freue mich sehr, dass du reinhörst in meinen Zeit ist Gold Podcast und dir jetzt eine kleine Auszeit gönnst. Happy Valentine wünsche ich euch allen. Heute zum Valentinstag gibt es eine spezielle Valentins-Episode. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns doch einfach gedanklich mal mit den Menschen verbinden, die uns ganz besonders am Herzen liegen und die vielleicht nicht unbedingt unmittelbar in unserer Nähe sind und wir ihnen aber trotzdem gerne einen schönen, liebevollen Gedanken senden möchten, uns mit ihnen verbinden und somit einfach auch mehr Liebe und Glück und Zufriedenheit in die Welt tragen. Manchmal ist es ja so, dass wir vielleicht mit Menschen in Verbindung sind, die entweder weiter weg leben oder vielleicht läuft es auch gerade nicht so gut mit denjenigen und trotzdem haben wir sie aber im Herzen und würden sie gerne erreichen. Nur das Mittel der Kommunikation ist vielleicht aktuell nicht gerade das Mittel, was uns da zur Verfügung steht. Und da kann man natürlich im spirituellen Sinn trotzdem mitarbeiten und hat die Möglichkeit, sich mit guten, positiven Gedanken mit diesen Menschen zu verbinden. Und darum soll es heute in dieser Episode gehen, dass ihr für euch einfach mal schaut, wer ist da in eurem Leben, vielleicht in eurer Familie, vielleicht im Freundeskreis, vielleicht auch unter euren Kollegen, mit dem ihr gerne einen Moment teilen möchtet, aber ihr es vielleicht nicht über das Mittel der Sprache wagt, dort einen Gruß oder etwas Liebevolles zu senden oder eben demjenigen oder derjenigen das direkt mitzuteilen. Und da kannst du einfach eine tolle Übung machen, die immer hilft und diese positiven Gedanken, die kommen dann bei deinem Gegenüber, an den du in dem Moment denkst, immer an. Und diese Methode hat auch was mit Verzeiharbeit zu tun, mit Heilarbeit, mit Vergebung. Dazu hatte ich ja hier auch schon mal eine Episode veröffentlicht. Und letztendlich geht es immer nur darum, etwas Positives auszusenden, um Menschen auf einer Herzensebene zu erreichen. Und wenn du sowas bisher noch nicht gemacht hast, dann lass dich jetzt einfach mal auf diese kleine Gedankenreise ein. Mach's dir gemütlich. Wir brauchen circa 10 Minuten und vielleicht hast du jetzt schon auch sofort den Impuls, jemandem etwas Wunderbares, Liebevolles, Lichtvolles zu senden. Heute am 14.02.2018. Was für ein wunderschönes Datum. Ich bitte dich jetzt, dir einen Ort zu suchen, wo es dir gut geht, wo du wieder ein bisschen Ruhe für dich findest und wo du für ein paar Minuten allein bist und dich jetzt erst einmal gedanklich mit deinem Atem verbindest. Setz dich bequem hin, am besten aufrecht in dem Schneidersitz und dann schließe deine Augen. Wir atmen zusammen durch die Nase tief und vollständig ein und aus. Einatmen. Hoch bis in den Brustkorb, bis er sich hebt. Und ausatmen. Schultern sinken, Brustkorb sinkt. Und nochmal ein. Und wieder aus. Nimm wahr, wie dein Atem kommt und geht. Spüre mal bewusst zu deiner Nasenspitze hin. Und
Nimm dort ganz bewusst den Atem wahr, wie er einströmt und ausströmt. Die Übung hilft dir natürlich außerdem, zu deiner inneren Mitte zu finden, in eine Gelassenheit, in eine Ruhe zu kommen und das Außen für einen Moment sein zu lassen, so wie es ist, alles darf sein. Du bist mit dir hier jetzt verbunden. Und jetzt stell dir vor, wie die Person, der du heute etwas Liebevolles senden möchtest, jetzt den Raum betritt, in dem du gerade bist. Bitte sie lächelnd zu dir und gib ihm oder ihr zu verstehen, sich direkt vor dich hinzusetzen. Stell dir vor, wie diese Person jetzt ebenfalls vor dir im Schneidersitz sitzt, vielleicht noch etwas überrascht ist und ihr euch anschaut. Nimm dir Zeit dafür. Und gib auch deinem Gegenüber die Zeit, jetzt erst einmal anzukommen, hier in diesem Moment, in dem es nur um euch geht. Du schaust ihr oder ihm in die Augen und er oder sie schaut dir in deine Augen. Und vielleicht kommen da jetzt Gedanken. Vielleicht sind da auch Vorwürfe, die noch schwelen. Wut, Enttäuschung, Hass. Nimm all das wahr. Und vielleicht kommen auch nur liebevolle Gedanken. Liebe, Zufriedenheit, Gemeinsamkeit, Verbundenheit. Lass alles zu. Die Gedanken dürfen kommen und sie dürfen auch wieder gehen. Stell dir vor, wie ihr euch jetzt an euren Händen berührt, euch gegenseitig die Handflächen aneinander legt. Mit dem Einatmen nehmt ihr beide das Neue auf und mit dem Ausatmen sendet ihr euch das, was jetzt gerade gut für euch ist. Lasst von allem los, was da noch zweifelt, was da noch drückt. Und vielleicht kommt da ein Gedanke oder ein Satz, den du der Person jetzt mitteilen möchtest. Dann kannst du jetzt hier in diesem geschützten Raum deinen Wunsch mitteilen.
Es reicht, wenn du ihn nur denkst. Denn durch diese Übung, durch diese tiefe Verbindung zu deinem Gegenüber, kommt alles Gut und Wohlgemeinte immer an. Vielleicht möchtest du der Person sagen, wie dankbar du bist, dass sie dein Leben bereichert hat. Vielleicht möchtest du um Verzeihung bitten. Oder ihr einfach etwas Gutes wünschen. Sei ganz gewiss, dass dein Unterbewusstsein immer für dich arbeitet und dass diese positiven Gedanken, die du jetzt hier erzeugst, sich auch positiv auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken werden. Lass all das Verbrauchte, das Erlebte und das Negative los. Und bleib in dem Gefühl von Dankbarkeit und Frieden und Liebe. Gemeinsam atmet ihr ein und aus. Vielleicht spürst du jetzt schon, wie sich in deinen Händen Wärme und ein leichtes Kribbeln einstellt. Und du wahrlich spüren kannst, wie du diese Person jetzt mit all dem, was du denkst, berührst. Nimm diesen wundervollen Moment wahr. Es kann sein, dass du weinen musst oder lachen. Emotionen kommen und überwältigen dich vielleicht. Lass sie zu. Es ist dein Herz, was sich jetzt öffnet. Alles darf sein. Sei erwartungslos, ohne Forderung. Gib, ohne dafür gleich wieder etwas erwarten zu müssen. Geben und nehmen ist immer im Austausch. Das, was du jetzt gibst, wirst du auf einer anderen Ebene zurückbekommen. Bleib im Vertrauen und bleib in dem Gefühl von wahrer Liebe und Verbundenheit. Und dann
Nimm deine Hände zur Grußhaltung vor deiner Brust zusammen. Und lass auch die Person dieselbe Geste machen. Zum Abschluss tönen wir gemeinsam dreimal Om. Wenn du magst, kannst du einfach mit mir singen. Atme noch einmal tief und vollständig ein und aus und ein. Om. 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 Namaste. Bedanke dich innerlich bei deinem Gegenüber für seine Aufmerksamkeit oder ihre Aufmerksamkeit und auch bei dir, dass du dir diesen Moment jetzt gerade geschenkt hast. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Valentinstag. Bis bald. Deine Anne.